laying on the floor, just a rebel on your own. On a bedroom, bedroom, bedroom trip. On a bedroom, bedroom, bedroom trip. On a bedroom. Hey Luis! Hey Luis! Da schreit jemand! Hey Luis! Ach du Kacke! Hey Luis! Da schreit jemand. Ich warte jetzt hier auf sie und zock dann aber die Xbox in der Zeit. Ist jemand hier? Der geht raus. Nein, ich komm nicht zu Ihnen. Sind Sie Herr Luis? Ich glaube, Sie haben da meinen Patienten. Der hat Tourette und ist nicht zurechnungsfähig. Ich bin seine Aufsichtsperson. Ach, wer ist es? Roman? Oh Scheiße, ich habe wieder meine 5 Minuten. Peter? Hast du deine Tabletten dabei? Nein, hab ich nicht. Scheiße, Kurva, fuck. Bring sie schnell zu mir! Sorry, ich hab. Au, 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 au! Herr Luis, darf ich das Gelände betreten? Es geht um Leben und Tod. Wenn er seine Tabletten nicht bekommt, dann stirbt er. Oh, du Spasti! Kommen Sie schnell! Ja, kommen Sie doch nicht her! Hast du irgendwie Marihuana dabei, wo ich rauchen kann? Darf ich das Gelände betreten? Ja, dürfen Sie. Roman, hast du Marihuana dabei? Nein, hab ich nicht. Och, Jemine, wieso hat mein Patient denn seine scheiß Tablette nicht dabei? Guten Tag, Herr Luis. Darf ich das Gebäude betreten? Na, Arschloch. Dürfen Sie. Danke. Och, Jemine, was ist los mit dir? Warum haust du einfach so ab? Hast du denn noch alle Tassen im Schrank? Ich geb dir erstmal deine Tabletten, Mensch! Ja, danke. Oh, schon besser. Ja, der Luis wollte. Hier wird noch ein Stück Schluck Wasser. Mein Auto klauen und dann. Ja. Ja, mein Freund, die Geschichte kenne ich. Herr Luis, ich muss mich dafür entschuldigen. Der ist ein bisschen im Kopf. Oh, badam, ey! Sorry. Das ist doch schlimm. Dass ihr Kollege ein bisschen gaga ist. Ja. Wer mich gleich mal in der Gruppe einladen? Warte. Ah, es tut mir auch sehr leid. Ist noch was Schlimmes passiert? Geht's Ihnen gut? Ach, nö. Ja, mir geht's gut. Er hat nur eben durchgedreht, hat versucht, mein Auto zu klauen. Schon wieder? Ich wollte es reparieren. Es war kaputt. Ja, du bist auch kaputt. Ja, nic nie zrobiłem. Mów mu, że ja nic nie robiłem. A czemu ty to robisz? Kurwa. No kurwa, nic nie robiłem. Jak to nic nie zrobiłeś? Ty jesteś Polakiem. Ty zawsze co robisz. Ich entschuldige mich, Herr Luis. Es ist tragisch einfach mit dem. Der ist immer so. Ich weiß nicht, ich muss ihn einfach mal stärkere Medikamente aufschreiben. Leider gibt's noch. Ja, aber die Ärzte haben selber keine Medikamente für dieses Dingen da. Also diese Krankheit, dass er da hat. Okay. Jetzt seid doch mal ruhig. Ja, dafür gibt's momentan auf Alte, soweit ich weiß, noch keine Medikamente. Also früher von meiner Oma hat meine Oma Marihuana bekommen. Jetzt seid doch mal ruhig, Kurwa. Okay. Ich rede gerade. Mach's doch nicht noch schlimmer. Kommst gleich wieder in deine Zelle. Ja, siehst du, mein Opa hat mir mal Kokain gegeben. Ja, aber das ist ja illegal. Sowas bekommt man ja nicht ganz legal hier oder bei den Ärzten. Ich weiß ja nicht mal, wo ich sowas herbekomme. Ich geh jetzt aufs Kokainfeld. Was? Sowas gibt es hier? Das ist mir jetzt neu. Also ich habe nicht da erwischen. Das ist teuer. Ja, okay. Ja, wenn Sie das sagen und wenn das hilft, dann muss ich es mal versuchen. Wegmachen. Nein, jetzt nicht. Was wird denn das denn kosten? Weil Sie sehen ja, er ist nicht zurechnungsfähig und seine Tabletten hat er auch nicht. Kann man da vielleicht noch irgendwas machen, dass das vielleicht sogar ganz wegkommt oder er
dass die Strafe zumindest gemindert wird. Vielleicht kann er ja irgendwie Muscheln sammeln gehen, auch am Strand oder so. Oder den Marktplatz sauber machen. Er ist ja ziemlich zugemüllt. Ja, oder Pfirsiche. Ich mag Pfirsiche. Was? Bringt dann einfach mal 10 Pfirsiche und ich sag mal, wir beziehen das Ticket auf 10.000. 10 Pfirsiche für 10.000. Kann man da nicht 20 Pfirsiche oder 20 Pfirsiche für 100? Naja, also, er hat eine Straftat begangen und man muss ja immer auch ein bisschen schmerzen. Ich hab nichts gemacht. Entschuldigen Sie mich kurz. Wenn du jetzt noch ein Wort sagst, mein Kollege, ja? Dann kommst du zwei Wochen in den Entzug. Ohne Essen, ohne Trinken. Okay, trinken schon, aber kein Essen. So. Es ist ja nichts Schlimmes passiert, Herr Luis. Und er sieht es ja auch hoffentlich ein. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, was mit dem passiert. In der Zelle ist gar nichts mehr anstellen. Ja, komm, ich mal die ganze Bearbeitung. Ja, ausgeduxt. Die ganzen Bürokratie und der Papier. Komm, das kostet ja alles Geld. Das muss alles bezahlt werden. Ja, Herr Luis, dann kann man ja das vielleicht so machen. Dann gebe ich Ihnen jetzt einfach 1.000 und dann lassen wir das mit der Bürokratie. Und plus die 20 Pfirsiche. Also, ich kann auch mal sagen, einfach, die bringen mir 15 Pfirsiche und ich gebe Ihnen ein Ticket von 5.000. Ja, okay, das hört sich ja gut an. Okay. Das kann man ja noch machen. So, wunderbar. Ja, wir werden uns dann bei Ihnen melden. Gelände verlassen und dann, ja, ich stehe dann am Markt. Alles klar. So, Bartam, jetzt komm mit. Ich muss Sie dann beide bitten, auch das. Ja, wir versuchen's. Madame no Hodge! Ah, kurwa. Die Dämme. So, jetzt Pfirsiche pflücken. Was? Auf die Scheiße hier. Direkt erstmal abbauen. Oh, Entschuldigung. Oh, geht automatisch hier. Schön, bis gleich und so. Oh. Lass mir einfach so schön dran vorbeigehen. Ja, gut, da schon so genervt. Was? Wo ist meine Pfirsiche hier? Hä? 18 habe ich. Ja. Diese scheiß Tourette, was auf dieser Insel verbreitet ist. Kurva. Das ist schlimm. Der hat die Kacke beschlagnahmt. Direkt uns gesehen hat. Ach komm, warte, ich geb dem jetzt ein für sich. Kann mir am Arsch werden. So. Sagen Sie mal, der Bordstein hier ist ein bisschen hoch, hab ich grad das Gefühl. Bin gerade darüber gestolpert. Ey du im Grün, ey, stopp. Du im Grün. Stopp. Ey du auch, stopp. Hallo, bleib doch mal stehen hier. Hallo. Kurwa, bleib jetzt hier stehen. Frische Pfirsiche, frische Pfirsiche, 5 Euro. Frisch gepflückt aus Polen, Pfirsiche. Frisch. Krieg ich Kurwa von euch alle 10 Euro hier. Sofort Kohle her. Go. Bedam, nimm deine Tabletten. Können Ihnen gerne zeigen, was der Herr Bedam hat Tourette, ich entschuldige mich. Er hat seine Tabletten schon genommen, aber das hilft irgendwie nicht. Ja, muss er mehr davon nehmen, oder? Du musst mal Kurva. Ja, das hilft ja nicht, was es momentan auf dem Markt gibt. Und die Sanis, die sind auch nicht so weit in der Forschung. Ja, muss er nichts anderes. Also, der sieht ja nicht unbedingt so aus, als ob sie nur, sag ich mal, legale Sachen bei haben. Ja, aber die Sanis, die haben halt nichts Härteres. Ich behaupte, dass doch bestimmt die Hälfte ihres Anzuges aus Gras. Ja, aber das habe ich vor Kavala neben den Pfirsichen gepflückt.
und Fontanen und Laub, da sind noch Blätter aus dem Winter vor 3 Jahren und jo, da ist einiges dabei. Also das habe ich auch von meinem Ur-Opa geerbt. Ganz schnell weg vom Auto hier. Warst du nicht vorhin erst mit einem Kollegen weg? Nein, Kurva. Willst du das wirklich machen? Willst du wirklich an mein Auto ran? Na, sehr simpel. Ich repariere, ich bin Kurva polnischer Polizist. Ja, aber dann nehmen Sie doch Ihre Tabletten. Nehmen Sie einfach Ihre Tabletten. Das ist alles gut hier. Ich bin polnischer Reparaturdienst hier. Kann das alles hier regeln? Ich brauch keinen. Ah, guck mal, da ist schon der Sunny. Da? Reparatur? Hey Christian, fragen Sie den Sunny mal, vielleicht hat er irgendwas Härteres. Krankenhaus. Roman, ich bin kurz AFK, ich krieg den Raum. Jo. Der junge Mann, der möchte mit, der muss mal... Wird euch keine synthetischen Sachen reinziehen, das wisst ihr doch. Nein, Herr Kosik, das ist ja alles medizinisch bewiesen. Wir haben nur medizinische Sachen bei uns in den Taschen. Das sind alles Medikamente, die wir von dem Herrn Dr. Tom bekommen haben. Von einer etwas längeren Zeit. Wir versuchen, ob das wirklich alles auch legale oder alles Medikamente sind, die auch legal sind auf Alte. Ja, ich sag mal, wir haben ja, Sie sehen ja, was mit den Tabletten momentan ist. Das hilft einfach nicht. Und die Ausbilder von den Sanitätern, die haben ein oder sagen uns zumindest, dass es nichts Härteres gibt. Aber ich bin der Meinung, dass es auch sicherlich noch was Härteres gibt. Aber das bekommen wir irgendwie nie. Ich weiß nicht warum. Härteste, was wir haben, ist Marihuana. Und warum bekomme ich das für meinen Patienten nicht? Der hat Tourette. Mir geht's nicht gut, der muss jeden Tag 10 Tabletten nehmen. Der Herr Badam, aber der ist eben kurz auf Toilette. Der wird sich dann gleich bei Ihnen melden, wenn er wieder da ist. Komm, ich brauch dringend eine Untersuchung. Dringend. Ich auch. Jetzt komm nur mit. Kurva. Hol ihn dir! Viel Spaß mit dem! Leg dich hin. Dann leg ich mich auch hin. Leg dich hin. Jetzt roll dich. Roll dich wie ein Hund. Piu. Da tut es alles. Es tut mir leid, Herr Koks, aber der Badam hat eine Störung. Der Medic ist offenfähig, aber der braucht ein bisschen. Wow. Ja, Herr Badam. Hallo. Alles wird gut. Aber Herr Koks, tun Sie lieber, was er sagt, weil die Waffe ist scharf. Piu. Hey Luis, wo bleibt der Medic? Ich hab ihn gerufen, aber er kommt nicht. Piu. Piu. Jetzt nehmen Sie doch mal die Waffe weg, Kollege. Piu. Ja, bitte. Mit ihrem Kollegen zu reden, sonst muss ich den leider festnehmen. Okay. Mensch, Badam, jetzt komm mal her. Jetzt hör doch mal auf, pack die Waffe weg. Du bekommst gleich schon deine Drogen und dann wird alles gut. Der böse Polizist ist böse auf dich. Jetzt gehen Sie doch mal weg, so kann ich nicht mit Ihnen reden. Herr Luis. Ja, tut mir leid, ich gehe ja schon wieder. Ja, das sind doch ganz normal. Oh, Badam, jetzt komm, weg damit. Das ist böse, das ist bäh.
raus, Badam, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie das aussieht, ey. Badam, alles ist gut. Herr Luis, könnten Sie vielleicht nochmal den Medic rufen? Der hört nicht auf mich. Ja, ja, es wäre nett, wenn Sie uns da hinfahren könnten. Verdammt, komm mal kurz her. Ich hab was Schönes für dich. Ich hab Pfirsiche für dich. So, verdammt, komm, ich geb dir den Pfirsich. So, jetzt lauf. Ach, danke schön, Herr Luis. Ach, Sie haben auch kein Auto. Wo ist denn Ihr Auto hin, Herr Luis? Abgeschleppt. Ah, ich dachte schon, es wurde geklaut.